Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern lief es ja wirklich super mit der Amazon-Aktie. Ich hatte da auch einen Optionsschein laufen. Mit 30% Rendite habe ich ihn zugemacht. Ich war mir ganz, ganz sicher, dass die Amazon-Aktie auf jeden Fall steigen wird. Ich hatte leider nicht so viel Geld, sonst hätte ich mir sogar noch nachgekauft. Dann wäre man ja gestern fast, glaube ich, 400 Euro im Plus gewesen, hätte man eine Amazon-Aktie nachgekauft und im höchsten Zeitpunkt wieder verkauft oder halt langfristig gehalten. Naja, man hätte auf jeden Fall gestern 400 Euro plus machen können. Die Amazon-Aktie ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen, aber ich bin auch schon mit meinem Optionsschein zufrieden mit 30% Rendite. So, heute haben wir einen Börsentermin von der Aktie Regenerion. Ich glaube, so spricht man sie aus. Und da habe ich mir jetzt mal einfach überlegt, dass ich da einmal ein Knockout-Zertifikat kaufe und einmal die Aktie auch nachkaufe, weil sie sehr, sehr, sehr gute Wachstumsraten hat. Wenn wir jetzt mal hier schauen, im Quartal 3, 2, 1 und im letzten Jahr, im vierten Quartal, hat sie sich wirklich immer wieder übertroffen. Zuletzt einfach zu 54%. Der Umsatz sieht gut aus vom letzten Jahresabschluss. Bin wirklich sehr, sehr, sehr überzeugt davon, dass die Aktie sehr, sehr gut abliefern wird. Heute um 14.30 Uhr. Und genau, jetzt bin ich guter Dinge, die Aktie mal nachzukaufen. Und zwar würde ich sie mir gerne dreimal nachkaufen. Klar, sie ist jetzt noch mal ein bisschen teurer. Wir haben hier auch den Hinweis, 1,75% kostet sie teurer wie sonst. Wahrscheinlich, weil sie jetzt halt auch viel gehandelt wird. Genau, aber ich möchte sie mir mal dreimal nachkaufen. So, dreimal nachgekauft plus ein Knockout-Zertifikat. Und Leute, bitte nicht mit Zertifikaten handeln. Also es ist sehr, sehr risikoreich, vor allem das, was ich jetzt mache, das nicht als Vorbild nehmen. Das ist Geld, was ich auch einsetzen kann, mit dem ich spekulieren kann. So, ja, so 80 Stück. So, jetzt habe ich mir noch 80 Stück gekauft und dann bin ich mal gespannt, was um 14.30 Uhr geht. Also das war mein Restgeld, so was ich noch drauf hatte. Aber ich bin guter Dinge, dass ich da eine gute Rendite draus schlagen werde. Das ist keine Handlungsempfehlung, auch keine Empfehlung dazu, dass ihr mir das nachmacht. Es kann natürlich total nach hinten losgehen, deswegen jeder sollte schauen, was er da macht. Genau, also das nicht als Empfehlung annehmen. Aber ich bin davon überzeugt, Regenerion wird heute gute Zahlen abliefern. Deswegen gehe ich da all in. Das ist Geld, was ich nicht brauche, was ich einsetzen kann. Bitte nutzt nur Geld, was ihr einsetzen könnt. Und ansonsten informiert euch nochmal selber genau. Und falls ihr neue Infos habt, könnt ihr mir das gerne unter dieses Video schreiben. So Leute, macht's gut, dann sehen wir uns zum neuen Video wieder. Ciao.